So, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Ben und Ed. Ja, in der letzten Folge hatten wir unseren super guten Move. Wir haben diese Map mit diesem komischen Roboter-Dings oder was auch immer, ist so leicht gemacht. Ey, das ist Wahnsinn. Wenn es so weiterläuft, dann werden wir dies ja nicht mehr fertig mit dem Spiel. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, bevor ich es mir wieder anders überlege. Und zwar, die Map heißt Sprinter? Ja. Das ist ein halber Zungenbrecher. Halber Zungenbrecher. 25 Eimer gibt's. Mal gucken. Also ich glaube nicht, dass die alle kriegen. Das haben wir, glaube ich. Haben wir das schon mal geschafft? Ja, ich glaube. 3 oder 4 Mal. Keine Ahnung. Ah, ich mag die Musik, aber. Das ist das Geile an dem Spiel. Die Musik echt. Wollte gerade sagen. Geil. So viel dazu. Problem ist, ich glaube, die Bretter brechen. Mhm. Okay, da muss man richtig im Moment abpassen. Super. Er haut jetzt. Ja, und jetzt? Links rum, rechts rum? Ach komm, wir sind schon auf dem Holzweg, aber egal. Versuchen wir es. Nein! Boah, ist das mies. Okay, aber die einen haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Wenn man kommt, wenn man geht. Nicht der Hammer. Gott, da kann man so schön viele Witze reißen. Das ist der Wahnsinn. Alter, was? Hä? Wo ist der jetzt gestolpert, frage ich mich. Naja, wir gehen jetzt erstmal rechts rum. Damit wir da mal die Eimer haben. Ah, schon wieder auf Eimerjagd hier. Also, der Typ könnte auch einen Baumarkt schaffen. Also, was ist der Typ? Zombie. Oh, nice. Gut. Ah, das ist glaube ich relativ. Da hinten noch welche. Das ist relativ wurscht. Wie man geht, wo man geht. Und wohin man geht. Das waren jetzt alle. Ja gut. Bevor ich da jetzt wieder zurückrenne. Ein Selbstmord. Oh fuck. Hatte ich nicht gesehen. Vorteil ist, wenn du hier durchkommst, kriegst du gleich die Checkpoint-Dinger. Oh. Na. Okay. Kriegst du gleich die Checkpoint-Dinger, weil hier nichts ist, was dich wegschlägt. Theoretisch. Oh. Ja, was heißt nicht wegschlägt? Ich wollte eigentlich sagen, so ein Messer. Ja. Wann kommt das hoch? Das ist jetzt März. Hallo, wir haben März. Oder ist es März? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ziemlich im Vorproduzieren, so wie immer. Weil es ist, ja, es macht mir einfach so Spaß, das Aufnehmen. Und so wie diese Termine zum Hochladen habe ich halt nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt auch schon überlegt, ob ich vielleicht die Zeiten ändere. Jetzt stehen wir hier gerade reden, dass ich halt, was weiß ich, 3 pro Woche hochlade, 3 Videos, weil also so viel Zeit, wie ich echt im Moment habe, geht es auf jeden Fall klar. Dein Ernst? Wo ist der jetzt hingesprungen? Toll! Also wie gesagt, so viel Zeit, wie ich zur Zeit habe, geht es echt voll klar. Schule ist in Ordnung und sonstige Sachen, also kann sich echt nicht beschweren. Und ja, also ich bin mir aber nicht sicher, weil wird schon mal nochmal eine Zeit geben, wo ich keine Zeit dazu finde. Dann bin ich froh, wenn ich einiges vor. Verdammt. Einiges vorgemacht habe. Also, ja. Die Map ist schön ruhig. Es ist nur ein bisschen hüpfen, Jump'n'Run mäßig. Sowas. Ist einem das Minecraft-Herz höher schlagen. Guten Minecraft-Jump'n'Run. Ja, falsch Spiel, ich weiß. Nee, aber halt.
Ja, wir haben noch viel gesehen. Ich möchte ja nicht, dass es langweilig wird. Was es bei mir hoffentlich nicht wird. So. Alter. Jetzt. Danke. Yay. Yeah. So. Hammer. Hab ich schon erwähnt, dass da keine Messer waren? Ah, leck mich doch am Arsch. Okay, also so viel dazu. Hier gibt's keine Messer. Problem ist, es ist so dunkel. Ich bin verarschen. Geht jetzt nimmer weg oder was? Das ist ja wohl ein Witz. Oh, nice. Oh, nicht so nice. Aber die sind. Ach gut, die Aufnahme läuft, ey. Ich dachte, jetzt kommen wir einmal gut durch und dann. Bis jetzt sind wir gut durchgekommen. Alter, dieser Hammer! Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann, dass der Hammer eigentlich. Du müsst ja hochschlagen, den Moment. Jetzt. Aber, voll, die schlagen ja gegeneinander. Wie soll denn das gehen? Ja, okay, das war jetzt blöd. Blöd. Tschüss. Ja, aber wir haben die Eimer bekommen, immerhin das. Hä? Wie geht es? Der ist doch weg. Ja. Also, ne, wieder um auf das Thema zurückzukommen. Das Spiel macht Spaß, es ist gut, aber diese Ausführung von dem Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine, obwohl ich mich da schon 10.000 Mal drüber aufgeregt habe und eigentlich wissen wollte, was ich meine. Eigentlich. Schade. Wollen wir jetzt so ein Dings, dass wir alles geschafft haben oder nicht? Ja. Okay, das hat mich die ganze Zeit nicht gesehen, was ich jetzt bin. Was ist das hier? Was war das? Habt ihr es auch gehört? Wuppi! Geht's mal hinten. Wir gehen jetzt mal links. Sieht irgendwie safe aus. Wuppi! Was auch immer Wuppi heißt. Ach was, ich geh's mal geradeaus weiter. Ich geh geradeaus, ja. Nicht zu wörtlich nehmen. So. Zack, 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 zack. Komm. Weh, da kommt jetzt ein Hammer von der Seite. Oh, toll, eine Klinge. Hat man ja lang nicht mehr. Ups. Immer wieder, hoffe ich. Wuppi. Ah, nee, doch nicht. Muss nicht mehr aufstehen. Kann ich verstehen. Ich würde für all. Für mich jetzt auch nicht mehr aufstehen. Oh, nice. Hin beim Checkpoint. Ich hoffe. Ich hab nur Angst, dass da hinten irgendwelche Eimer sind, die wir dann übersehen. Der hat mich gar nicht getroffen! Willst du mich verarschen? Deswegen mache ich eigentlich das hier auch immer. Weil, lieber einen langen Weg gehen und du kriegst Eimer mit, weil später brauchst du Eimer. Für was auch immer. Sind da Eimer? Ich weiß es nicht. Musik ist zum Glück. Alter, wir müssen mal so eine Lahmarsch-Musik spielen. Das ist ja lustig. So eine. Ich weiß gar nicht, was hier tut, Musik. Oh, scheiße. Okay, da sind definitiv keine Eimer. Also, wir nehmen die Abkürzung. Vielleicht waren da welche. Ich habe sie noch nicht gesehen. Na? Ja, geil. Hat doch geklappt. Wir haben sie nur in den Kopf geschmissen. Kann das echt kein Eimer? Yay, Eimer. Na ja, okay, so viel Eimer. Oh geil, wir haben nicht mit, das ist fast durch, glaube ich. Ich dachte schon, ich schlag daneben. Ich werf daneben.
Oh, da hinten sind noch Eimer. Hab ich übersehen? Okay, das ist ja nicht. Ah ja, doch, tatsächlich. Okay, ich will sehen. Gut, dass ich mal zurückgeguckt hab. Ja. Ey, am Ende kriegen wir jetzt alle Eimer. Ist ja sehr geil. Okay, Klinge, Klinge. Kleine Klinge, große Klinge. Kleine, große. Okay, hier ist unser Safe. Hammer. Jump. Oh. Hä? Der hat uns gar... Hä? Der hat uns überhaupt nicht erwischt? Frage ich mich manchmal, wie das funktioniert. Und... Klinge schneller. Ich denke irgendwie immer, dass beide Klingen gleich schnell sind, nur weil sie am selben Block fahren. Keine Ahnung. Können wir kurz warten. Ich muss echt warten, bis die... Wo will denn der hin? So. Ich muss echt warten, bis die kleine Klinge durch ist, sonst wird das nichts. So, jetzt. Okay, kurz pausieren. Ich hab grad gemerkt, dass ich ins Mikro reinrege. Ich krieg immer neben dran, das ist angenehmer. Für euch. Ich muss mich nicht so die ganze Zeit anhören. Verdammt! Alles klar. Oh, was? Nein! Ich steh jetzt auf. Oh, Gott sei Dank, Alter. Was hältst du? Nimm deinen Kopf. Was hältst du? Ich glaube, wir sind auf den letzten, auf das Zielgeraden sind wir. Sollte laufen. Also so, ich habe die anderen Maps habe ich mir nicht angeguckt. Die sind ja noch gesperrt. Aber ich habe mal so grob geschätzt, dass nachdem hier noch neun weitere kommen. Ich habe so einen tollen Faktor, der voll nicht realistisch ist, sondern einfach nur auf Basis der anderen vorherigen Ben & Ed Videos. Ja, also das glaube ich jetzt Folge 20? Das sind so um die 30 Folgen, wo dann kommen. Insgesamt. Aber wenn ihr das hier guckt, dann sind ja schon viele. Ja, wie gesagt. Dann sind schon viele durch. Ja. Oh geil, Kopierung überlastet. Das haben wir ja noch nie gehabt. Ich finde es immer geil, Kopierung überlastet. Wenn ich dann... Ich darf nicht stehen bleiben. Wenn ich dann mal was mache, dann ist es auch wieder nicht richtig. Nein, egal. Ich hoffe, das schaffen wir noch mit den Beinen. Ja. Oh. Aber wenn ich das sehe, kann ich das hier in eine Folge packen. Das Problem ist, wenn du irgendwas viel zu oft machst, also wie das hier oder das vorherige. Ach scheiße, ey. Dann geht irgendwann die Sprüche aus. Das ist genauso wie bei Dead by Daylight. Also Dead by Daylight gibt es inzwischen einen neuen Killer. Der wird, wenn ich weitermache, spät kommen, also keine Hoffnung machen. Ich weiß es aber, wie gesagt, noch überhaupt nicht.
So. Kling kommt. Ding kommt. Wir müssen gucken, dass wir jetzt. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, das war jetzt meine Schuld. Gucken, wenn der Hammer von oben an mir durch ist, also wenn der hier jetzt an mir durchkommt, jetzt, dann muss ich rennen. Genau, dann passt das. So, die Klingen. Ach, nee. So, dann. Oh, da ist ein Hammer, das wusste ich gar nicht. Hab ich nicht. Ich glaube, der hat mich nur hier. Ernsthaft jetzt? Das gibt's ja wohl jetzt nicht. Ach ja, zu früh gefreut, glaube ich. Hä? Ich dachte, ich war nicht. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Umsonst? Sehr schön. So, hier geht's zum Ziel. Hier bist du gleich fertig. Ah, fuck it, ey. Also ich. Ja, ist ja logisch, dass ein Level am Ende schwieriger wird. Aber das nehmen wir alles viel zu wörtlich. Der Anfang war nicht easy going, aber echt easy going. Oh, scheiße. Oh, ist egal. Einmal mehr spawnen macht das auch nochmal. Und es wird gegen Ende immer sackschwer. Nein, was? Warum springst du auch? Ich reg mich auch manchmal über mich selber auf in der, was weiß ich, was für eine Perspektive das ist. In dieser, ich bin selber schuld, Perspektive. Habt ihr bestimmt noch nie bemerkt. Hm. So, jetzt aber. Jetzt verschnaufen. Du schläfst durch. So, gut. Also, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass der Hammer uns nicht erwischt und die Klinge uns nicht erwischt. Okay, dann muss ich springen. Also, wir wissen jetzt in etwa, wie wir es zu machen haben. Aber ich glaube, das habe ich schon 30.000 Mal gesagt. So, also, bei dem muss man jetzt rennen, beim zweiten muss man dann springen. So viel ist, so viel zur Theorie hier. Ich hab vergessen, dass ein Hammer kommt. Alles klar. So, dann schlägt der Hammer da hinten. Die schlagen fast parallel, Quatsch, fast, Gegensatz. Nein, wie das heißt. Ich greife jetzt nicht ein. Oh, nice. Ja, oh geil, wir haben alle Eimer. Wir haben alle Eimer, wir haben 2 von 4 perfekt gemacht. Ja, die waren nicht ganz gut. Also die haben mir jetzt gefallen. Das Ende war nicht so geil, aber wir haben es geschafft. So, was kommt jetzt auf uns zu? Oh, das sieht auch sehr toll aus. Stop. Hermata. Alles klar. Es gibt nichts Tolleres als Hammer. Hammer. Juhu. Ich freue mich schon auf die nächste Map. Geil. Ja.
auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao.